Herzlich willkommen zur neuen Sendung von Schranks Talk. Wie ihr wisst, mit der neuen Reihe, mit der wir begonnen haben, laden wir exklusive Leute ein, interessante Gäste. Und besonders jetzt freue ich mich, den heutigen Gast vorzustellen. Als ich ihn fragte, wie ich ihn vorstellen sollte, da sagte er zu mir, sag einfach, ich bin ein politisch und wirtschaftlich interessierter Mensch und interessiere mich auch für die Finanzmärkte. Das war sehr gemilde ausgedrückt, weil er hat das Vergnügen gehabt, George Soros zu treffen oder umgedreht. George Soros hatte ihn, glaube ich, dreimal getroffen. Begrüßen wir recht herzlich Axel Reetz heute bei uns im Studio. Ich bin mich ganz doll darauf gefreut, dass du den weiten Weg kommst aus Bayern, ne? Aus Bayern, aus Bayreuth, ja. Grüß Gott, sagt man ja bei euch, ne? So ist es ja. Extra hier nach Leipzig gekommen seid. Ist eine spannende Sache. Also ich habe bislang noch keinen kennengelernt, der überhaupt jemals George Soros irgendwie getroffen, geschweige gesehen hat. Kurz was zur Historie, bevor wir zu dem Thema kommen. Wir haben eine gemeinsame Freundin, eine Journalistin von der Epoch Times, und die hat mir von Axel Reetz mal eine Newsletter zukommen lassen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich war schwer beeindruckt. Das ist hier Private Profits Newsletter, weil ich noch nicht bislang überhaupt so einen Schreibstil gesehen habe. Also über politische Dinge schreiben viele Sachen, aber so eine lockere Art, wirklich brisante Themen zu verknüpfen, auch mit Börsentipps. Und da kommen wir aber später nochmal drauf zu sprechen. Jetzt für unsere Zuschauer, die sind bestimmt gespannt. Wie war es mit George Soros oder wann war das? Wann habt ihr euch dann da getroffen? Zum ersten Mal 1994. Ich habe damals noch als angestellter Redakteur gearbeitet bei einem Börsenmagazin. Und wir kamen auf die Idee, den Mann einfach mal zu interviewen. Er hatte seit 10 Jahren kein Interview mehr gegeben. Und dann habe ich ihm einfach mal einen netten Brief geschrieben. Eine Woche später war es dann da, die Einladung, und wir haben uns dann in Berlin getroffen. Gibt ja irgendwie keine Zufälle, ne? Und wie war er so als Typ, wenn ich fragen darf? Weil viele sagen, George Soros ist ja so die graue Eminenz. Kennst ja die ganzen Gerüchte, die kursieren. Es war ein super netter Mann. Erheblich unkomplizierter als die Kellner, die uns da bedient haben. Okay. Ein wirklich netter Kerl. Was man heute über ihn hört, wie er politisch sich engagiert, was er gemacht hat in seiner Open Society Foundation, das gab es damals noch nicht, hat sich später entwickelt. Damals empfand ich ihn als einfach sehr angenehmen Zeitgenossen. Okay. Immer wieder habe ich festgestellt bei den Newslettern, speziell so die letzten, das Thema Flüchtlinge ist ja einer der Hauptthemen, die dich ja momentan so ein bisschen bewegen. Kannst du den Zuschauern deine Meinung, deine Intention zu dieser Thematik sagen? Weil es ja immer, wird ja in den Medien, sag mal, so viel darüber gesagt. Was ist deine Meinung dazu? Es ist ein sehr ausladendes Thema, das wir in der Kürze der Zeit nicht besprechen können. Ich denke, es wird zu viel gelogen bei dem Thema. Vor allen Dingen, was mich am meisten bewegt hat und auch heute bewegt, das ist, dass immer gesagt wird, wir müssen bei den Flüchtlingsursachen mal ansetzen. Und dann wird gesagt, Krieg und Terror. Es wird aber nie hinterfragt, warum haben wir diese Kriege, warum haben wir diesen Terror. Wir haben Zahlen bekommen gestern von UNICEF. Danach sind 50 Millionen Menschen derzeit auf der Flucht weltweit. 70% der Flüchtlinge, die in diesem Jahr, 2016, hier angekommen sind, kommen aus den drei Staaten Afghanistan, Irak, Syrien. Was sind das für Staaten? Das sind die Staaten, wo die USA zusammen mit der NATO militärisch intervenieren, mit Unterstützung Deutschlands. Deutschland ist der drittgrößte Waffenexporteur. Und wenn Frau Merkel heute gelobt wird als die große humanitäre Koryphäe, dann kann ich nur sagen, sie ist sehr verlogen. Sie ist mitverantwortlich für das, was da passiert. Genau, das ist das Problem. Gabriel hat ja selber, glaube ich, wo er Wirtschaftsminister geworden ist, gesagt, bei der Antrittsrede, es ist eine Schande, dass Deutschland zu den größten Waffenexporteuren der Welt gehört, und nur ein Jahr später wurden die Ausgaben ja verdoppelt. Es ist ein heuchlerisches Spiel. Ja. Und wenn wir uns aktuell mal anschauen, habe ich heute mal mitgebracht, die Welt am Sonntag, Titelseite, das Jahr, in dem Merkel die Deutschen verlor. Ja? Das heißt, dieses Land ist ja mittlerweile extrem zerrüttet. Was erwiderst du den Leuten? Ich habe ja auch so viele Diskussionen mit Leuten, die sagen, ja, mag ja alles sein, dass Deutschland ja irgendwie mit der Rüstungsindustrie da mitverdient, aber jetzt sind sie nun mal hier und jetzt müssen wir den Menschen auch helfen. Ja. Was erwiderst du denen? Das denke ich auch. Jetzt, wo sie hier sind, müssen wir denen helfen, die berechtigt hier sind. Die anderen sollte man auch konsequent wieder zurückführen. Es wird viel darüber spekuliert, dass diese Leute, ist ja eine der Grundvoraussetzungen, um es so schmackhaft zu machen, dass diese Leute mal unsere Renten bezahlen werden. Das Durchschnittsalter der Leute, die bisher angekommen sind, man weiß es nicht so genau, weil man ja auch
teilweise nicht weiß, wer die Leute sind, mangels Pässen. Das Durchschnittsalter liegt circa bei 25 Jahren. Mhm. Der Bildungsstand nach allem dem, was man hört, etwa auf Höhe des 5. Schuljahres der Hauptschule. Das heißt, wenn man diese Leute in die Arbeitswelt integrieren will, was ja beabsichtigt ist, müssen sie erstmal die deutsche Sprache lernen. Mit Glück dauert es 3 Jahre, dann sind unsere 25-Jährigen 28 Jahre alt. Danach kommt dann das Aufstocken um 5 Jahre bis zum Hauptschulabschluss. Danach kommen dann ebenfalls mit Glück, falls sie auch eine Ausbildungsstelle finden, 3 Jahre Ausbildung. Das heißt, sie sind dann 36 Jahre alt, wenn sie in den Arbeitsmarkt eintreten. Diese 11 Jahre über müssen sie logischerweise vom Steuerzahler finanziert werden. Jetzt nehmen wir mal an, dass sie danach bis zum 60. Lebensjahr lückenlos arbeiten, in einem Job, in dem sie auch gut verdienen, was nicht anzunehmen ist, aber gesetzt den Fall, gehen sie mit 60 in Rente und müssen ab dann bis zum Lebensende wieder staatlich alimentiert werden. Also nicht wir werden von denen profitieren, es ist umgekehrt, wir werden deren Renten bezahlen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die Medien uns weismachen wollen, was du hier erzählst. Ja, nur wenn man mal genau hinschaut, es wird noch schlimmer werden, denn der Bedarf an niedrig qualifizierten Arbeitsplätzen nimmt ständig ab. Wir hatten in dieser Woche das Weltwirtschaftstreffen, der G20-Treffen in China und beschlossen wurde, um das BIP anzukurbeln, dass wir jetzt die Robotik in den Vordergrund bringen müssen. Das heißt, immer mehr Arbeitsplätze werden abgebaut werden. Das heißt, die Anzahl der Stellen in diesem Bereich wird weiter sinken und nicht zunehmen. Das BIP aufzufrischen ist immer so ein schöner Trick, um zu sagen, wir haben Weltwirtschaftswachstum. Man hat zuerst in das Bruttoinlandsprodukt integriert die Gewinne, die aus der Prostitution erzielt wurden, aus dem Schmuggel, aus dem Drogenhandel. Dadurch hat die sich fließen auch wieder rein, seit einem Jahr oder seit? Schon seit länger. Okay. Die fließen rein, auf EU-Wunsch hat man das umgesetzt und jetzt kommt halt die Robotik, die das dann auch wieder ankurbeln soll. Das heißt, man rudert hier völlig hilflos, erfindet immer Neues, aber die Effekte werden halt ausbleiben. Wenn man sich überlegt, noch vor einem Jahr, kann sich vielleicht noch erinnern, als es mit der Flüchtlingsproblematik angefangen hat, da hat sich noch in der FAZ am 15. September genau der Vorstand von Daimler-Zetsche hingestellt im Interview und hat gesagt, die Flüchtlinge können ein Wirtschaftswunder in Deutschland hervorbringen. Und ein Jahr später, und zwar vor 1,5 Monaten im Juli, sagte derselbe Zetsche, nachdem er gefragt worden ist, wie viel denn Daimler eingestellt hat. Weißt du noch, was er gesagt hat? Ich glaube, niemanden hat eingestellt. Bis jetzt haben wir keinen gefunden. Ja. Ja. So. Und jetzt haben wir analysiert und haben geguckt, die DAX-Konzerne, da bist du ja voll drin in dieser Thematik, die haben sage und schreibe von den knapp 2 Millionen Flüchtlingen 54 eingestellt. Mhm, ja. Jetzt frage ich mich, wie kann das sein? Wie kann das sein? Sind die so blind oder steckt da was anderes hinter? Dass noch vor einem Jahr die Werbetrommel gerührt worden ist. Toll, wir brauchen sie alle. Und ein Jahr danach Ebbe. Wie kann das sein? Ich denke, man hat sich sehr geirrt oder man hat übertrieben in dem, was man an Erwartungen gehegt hat hinsichtlich des Bildungsstands der Flüchtlinge. Es hieß ja, du kennst es ja, die Ärzte, die Handwerker und die Architekten, Raketenforscher Ingenieure und die Wissenschaftler. Kommen. Nur mittlerweile sieht man, wie es aussieht. Diese Leute sind auch dabei. Und es ist auch richtig, was gestern die OECD gesagt hat, dass wir einige Leute hier in Deutschland beschäftigen aus Syrien, die unterqualifiziert hier arbeiten. Und es sind aber ganz wenige. Das Gros ist für unseren Arbeitsmarkt in der derzeitigen Form vermutlich nicht zu gebrauchen. Muss erst ausgebildet werden, wie ich schon sagte. Mhm. Ist okay, wenn es nachher diese Arbeitsplätze gibt. Und wenn es natürlich nicht zu allzu krassen Konkurrenzsituationen beim Lohn kommt, das ist aber abzusehen, dass es Lohndrückerei geben wird. Die Industrie ist durch das Überangebot an Arbeitskräften später in der Lage, die Löhne ins Bodenlose zu senken. Heute Morgen habe ich die Zahl gelesen, die Leiharbeiter in Deutschland befinden sich deren Anzahl auf dem höchsten Stand, den es je gab. Und der Großteil arbeitet unterhalb des Mindestlohnniveaus. Andere private Frage. Wir hatten telefoniert 2-3 Mal und wir haben uns heute erst einmal gesehen. Was ich faszinierend vom ersten Augenblick fand, ist deine Lockerheit, deine Entspanntheit. Dass du sagst, ich mache mein Fest jetzt, da mein jährliches Weinfest mit Freunden, mit Trompeten, mit allen Zip und Zap. Woher nimmst du deinen Humor und woher nimmst du deine Lockerheit in diesen momentan sehr schwierigen Zeiten, die ablaufen? Das wurde mir in die Wiege gelegt. Ich bin Rheinländer, komme aus der unmittelbaren Nähe von Köln. Und habe aber auch ein gesundes Gottvertrauen. Okay, gute Antwort. Die Situation ist ja nur die, wenn wir uns das anschauen, ich hatte vorhin auch im anderen Interview darüber gesprochen, die Bevölkerung, ich weiß nicht, wie du es siehst, ist ja momentan, man kann sagen, gespalten wie noch nie, gerade mit der Flüchtlingsfrage. AfD gerade, Wahlerfolg, die Propaganda, die ist ja, ich sag mal, zum Balken biegen mittlerweile, die uns dort offeriert wird.
Wie siehst du momentan, du kommst aus Bayern, also wie kommst du aus dem Berliner Raum, was ist da unten bei euch los? Eigentlich sind ja die Grenzen da quasi, von dort kam ja eine Menge rüber, Flüchtlinge. Was ist da zurzeit los bei euch? Naja, ich hatte vor einigen Wochen in meinem von dir zitierten Private Profits Newsletter meine Umfrage gestartet, weil mein persönlicher Eindruck ist, dass es nicht stimmt, dass immer weniger Migranten derzeit zu uns kommen. Mein persönlicher Eindruck aus Bayreuth. Und habe einfach die Leser gefragt, sagt mir mal, was ihr so seht. Und es kamen sehr viele Antworten. Und in Bayern gibt es anscheinend einige Kleinstädte, wo sehr, sehr viele neue Migranten, vornehmlich aus südlich der Sahara, angekommen sind. Es gibt Städte, in denen man kaum jemanden sieht. Heute hier sind wir in Leipzig. Ich war eben 2 Stunden in der Stadt. Im Stadtbild sieht man eigentlich kaum Leute fremdländischen Aussehens. Ich war kürzlich in Brühl bei Köln, meiner Heimatstadt. Auch da sieht man nicht viele. Köln selber sieht es anders aus, Bonn sieht es anders aus. Mhm. Wiesbaden soll ganz schlimm sein, Frankfurt und Berlin. Da kommen halt Leserzuschriften, die sagen, in der Stadt fühlt man sich, als ob man im Nahen Osten oder in Afrika wäre. Ich selber war lange nicht mehr in Wiesbaden, nicht in Frankfurt. Ich weiß nicht, ob das alles so stimmt, aber das sind halt die Zuschriften. Okay, also ich muss fairerweise sagen, selbst in meiner Gegend, wo ich wohne, von da genau 3 Kilometer entfernt, da sind 2 Flüchtlingsheime, da ist auch ein ganz anderes Bild mittlerweile. Ja. Aber wenn man jetzt direkt davon konfrontiert wird. Aber hier geht es ja letztendlich darum, was heißt das jetzt für uns? Was kostet uns die ganze Sache? Es gibt ja statistische Erhebungen auch von Bernd Raffelzüschen. Mehrere Leute haben darüber schon philosophiert. Wo geht die Reise hin? Ich denke mal, von den Zahlen her kann ich es nicht beziffern. Dafür fehlen mir einfach die Grundlagen. Ist für mich auch nicht die wichtigste Frage. Die Frage ist, ob man es nicht irgendwann begrenzen muss, weil es die Wohnungen nicht gibt, weil es die Arbeitsplätze nicht gibt und man muss es auch ganz krass sagen, weil es auch die Frauen nicht gibt. Jeder Staat, in dem ein gewaltiger Überschuss an jungen Männern existiert, hat bisher in der Geschichte Probleme bekommen, die werden wir auch bekommen. Es ist völlig klar, dass diese Leute im reproduktionsfähigen Alter auch versuchen werden, sich zu reproduzieren, kann man ihnen nicht verübeln. Ja. Es wird in den Bereichen Arbeitsmarkt, Wohnungen und Partnersuche zu Schwierigkeiten kommen. Siehst du eher für die nächsten Jahre noch mehr Konflikte davon zukommen oder siehst du da auch ein Potenzial, dass, sag ich mal, die Sache sich entspannen könnte? Ich habe selber sehr viele Flüchtlinge kennengelernt und sehe da die allermeisten auf einem sehr guten Weg. Wenn die Chance bekommen, glaube ich, werden sie auch nutzen. Die sind auch motiviert. Es handelt sich aber darum, dass der Staat einfach bisher nicht in der Lage ist, die Angebote zu machen. Sprachangebote beispielsweise gibt es bisher nur für einen relativ kleinen Anteil der Flüchtlinge aus bestimmten Ländern. Die anderen kreisen in der Warteschleife. Für die wird es noch viel schwieriger werden. Die werden unzufrieden werden, logischerweise. Mein Hauptproblem ist aber das, was passiert, wenn der Europa-Türkei-Deal mal platzt, wovon ich ausgehe, dass er platzen wird. Das heißt, wir bekämen dann einen erhöhten Zustrom von da. In Libyen sitzen um die irgendwas zwischen 800.000 und 2 Millionen, man weiß das nicht so genau, Leute auf gepackten Koffern, die nach Europa wollen. Platz der EU-Türkei-Deal nicht, dann geht es auf der Schiene gut, aber dann heißt es Visumfreiheit für die Türken und Visumfreiheit vor allen Dingen für die Kurden. Das heißt, wir werden dann aus dieser Bevölkerungsgruppe eine sehr hohe Zuwanderung sehen. Polarisiert ja sich jetzt schon, ob jetzt nun die Kurden eine Demo machen oder die Türken, die 50.000 in Köln für Erdogan. Da gab es jetzt diese Hard aber Fair-Sendung, die so ein bisschen für Furore gesorgt hat, weil so ein ehemaliger SPD-Mann ja jetzt, der zur AfD übergegangen ist, ja, der da aber im Arbeiterbezirk wohnt, mal kurz erzählt hat, wie es abläuft und hat auch festgestellt, dass da eine gewisse Radikalisierung bei den Türken vorhanden ist und die Eltern haben Angst um ihre Jungen, weil die quasi Atatürk ist gestern und Erdogan ist jetzt. Ja. Und da gab es ja die große Demo, glaube mit 1 Million in Istanbul, wo die ja wirklich skandiert haben, wir gehen für dich in den Tod. Mhm. Also das heißt, eine gewisse Radikalisierung merkt man ja momentan auch und die wird ja auch in unserem Land ausgetragen. Und deswegen war der Titel ja von der Welt am Sonntag, Merkel hat quasi ihr Volk verloren. Wo geht da die Reise jetzt hin in der Politik? Es kommt darauf an, wie lange sich Frau Merkel noch an der Macht halten kann. Frau Merkel reagiert autokratisch, man kann es nicht anders nennen. Wenn ich höre, dass man sagt, der Beschluss des Bundestages zur Armenienfrage, der ist rechtlich nicht bindend, schrauben sich mir die Nackenhaare. Nach Artikel 20 des Grundgesetzes ist der Souverän des deutschen Staates das Volk. Das Volk selber hat nicht die Möglichkeit, wie in der Schweiz, Volksentscheide durchzuführen. Also gibt es seine Macht an das Parlament ab. Das Parlament kulminiert dann praktisch die Volkesmeinung, den Volkeswillen. Und wenn dann nach so einem Beschluss
die Regierung sagt, das ist für uns rechtlich nicht bindend, heißt es eigentlich, Artikel 20 Grundgesetz ist für die Regierung nicht mehr bindend, sondern die Meinung des Kanzleramts. Und das ist eine unheilvolle Entwicklung. Gut, jetzt ist ja die Frage, es wird ja momentan gerade in der Flüchtlingsproblematik, merkt man ja, so Seehofer als Antagonist aufgebaut, so ein bisschen als Gegenspieler. Und ich merke immer wieder so Feedbacks von Leuten, die dann sagen, naja, aber wenn der Seehofer Bundeskanzler wäre, würde das anders aussehen. Du kommst ja selbst aus Bayern, wahrscheinlich bist du viel tiefer in der Materie drin. Aber wenn ich jetzt weiter zurückgehe und mir die Diskussion damals wegen doppelter Staatsbürgerschaft anschaue und EU-Osterweiterung, hat die CSU immer gesagt, nein, nicht mit uns. Und in letzter Sekunde haben sie immer abgenickt. Ja. Was ist deine Meinung zu Horst Seehofer, der CSU, die ja nun wie so ein Löwe quasi brüllt, so gegen Merkel. Was steckt dahinter? Meinen Sie es ernst oder meinen Sie es nicht ernst? Ich denke, Sie meinen es schon ernst, aber Sie sind nicht in der Lage, es durchzusetzen, ziehen, wie du ganz richtig sagst, am Ende den Schwanz ein. Herr Seehofer ist für mich ein Hund, der sehr laut bellt, aber nie beißt. Und sehr gut. Und solange er das nicht ändert, glaube ich, steht er auf verlorenem Posten, weil Frau Merkel weiß, was er ist und weiß auch, wie sie mit ihm umgehen kann. Sie lässt ihn einfach an sich abtropfen, wie ein frisch poliertes Auto den Regen. Gut. Okay, also habe ich es letztendlich auch gedacht. Jetzt nochmal, dir war wichtig im Vorgespräch, du sagtest, du wolltest unbedingt George Friedman bringen. Ja? Und was hast du unseren Zuschauern dazu zu sagen, das ist dir ein Herzanliegen? Es ist eben dieser Punkt, wo gesagt wird, wir müssten bei den Flüchtlingsursachen ansetzen. In der Ukraine heißt es auch, wir müssen dafür Frieden sorgen. Man muss einfach mal schauen, was steckt hinter diesen Entwicklungen, hinter diesen politisch-militärischen Entwicklungen. In Bezug auf den Krieg Syrien, Afghanistan, Irak, hatte ich es eben schon gesagt, wer da verantwortlich ist. Nehmen wir mal die Ukraine als Beispiel. In der Ukraine hatten wir die Vertreibung von Herrn Janukowitsch, die mit der Verfassung der Ukraine überhaupt nicht vereinbar war. Es gibt vier Gründe, warum man dort dieses Amt verlassen muss. Die Vertreibung unter Bedrohung mit dem Tod gehört nicht dazu. Das heißt, de jure müsste Herr Janukowitsch noch Präsident sein der Ukraine. Mhm. Der Herr George Friedman, der hat einen Think Tank in den USA aufgebaut. Stratfor, ne? Stratfor, genau. Mhm. Er hat ein Buch geschrieben, The Next Decade. Da kann man nachlesen, wie die USA das alles installiert haben. Auch, dass die USA eine ganz andere Meinung über die NATO haben als die Westeuropäer. Die Westeuropäer glauben, die NATO ist eine Art Friedensorganisation, die dafür sorgt, nur im Notfalle zur Verteidigung zusammenzustehen. Die Amerikaner glauben, es ist ein Bündnis, um Krieg zu führen. Das schreibt er da ganz offen. Und der Friedman hat auch gesagt, in einem Interview mit der russischen Zeitung Kommersant, dass die Attacke, ich muss es anders formulieren, dass der Putsch in der Ukraine von den USA durchgeführt wurde, weil er wurde gefragt, hören Sie mal, Herr Friedman, bei uns wird gesagt, Sie hätten da in den USA diesen Putsch installiert. Hat er gesagt, ja, das weiß ich und es war der größte jemals durchgeführte Putsch in der Geschichte, sagt er ganz offen vor laufenden Kameras, wird dann auch so abgedruckt. Mich stört dann, dass das in den deutschen Medien nicht vorkommt, dass hier so getan wird, als ob Russland der große Aggressor gewesen wäre. 3 Jahre vor diesem Interview mit Kommersant hat der Herr Friedman auch gesagt, ich habe vor 3 Jahren ein Buch geschrieben und da stand drin, wenn Russland militärisch irgendwann wieder erstarken sollte und das auch demonstriert, dann werden wir eine Krise in der Ukraine bekommen. Das heißt, man kann nachlesen, was in den USA wann geplant wurde, wie es abgelaufen ist und man sollte das in der Politik endlich mal zur Kenntnis nehmen. Okay, die Frage ist doch nur, ob es nun Friedman ist oder ob es Brzezinski ist. Du kennst ja die Bücher von ihm. Es ist ja alles schon geschrieben worden. 97 hat er die Bücher geschrieben. Nur gibt es nicht den, sag ich mal, Verschwörungstheoretikern, wo ich ja auch beschimpft worden bin, Vorschub, die ja genau das behaupten. Die sagen, wie kann es denn sein, dass offiziell zugegeben wird, was du gerade sagtest, ja, dass da ein Krieg inszeniert worden ist. Offiziell steht es in den Zeitungen, aber letztendlich kümmert ihr euch gar nicht darum, dass vielleicht noch eine dritte oder eine höhere Macht dorthinter steckt, hinter diesem ganzen System. Wie willst du dem entgegenwirken? Da kommt man natürlich dann sehr in den Bereich der Verschwörungstheorien. Ich kenne die alle oder denke, dass ich sie alle kenne. Ist mir zu kompliziert und zu undurchsichtig. Man kann viel mutmaßen, kann man sich auch hinein versteigern, wenn man ständig nur dieses Zeug liest. Für dich sind die Fakten, du sagst, okay, es passiert. Ja, ich sehe auch andere Fakten. Mhm. Ich denke, dass Deutschland und das EU sich von den USA erpressen lassen. Die USA sind da nicht zimperlich. Sie haben gegenüber Pakistan mal geäußert, wenn ihr uns nicht im Kampf gegen die Taliban helft, dann werden wir dieses Land in die Steinzeit zurückbomben. Aktuell ist der Obama gerade auf einer Asien. Wer sagte das? Die USA? Oder USA. USA. Unter der Herrschaft noch von Obama oder noch vorher? Bush? Schon vorher. Bush-Zeiten, ja, okay. Ja.
Derzeit hat Herr Obama eine Asienreise und im Zuge dieser Asienreise ist Laos an ihn herangetreten und hat gesagt, wir brauchen mal Reparationen von euch. Ihr habt in den 60er, 70er Jahren bei uns viel kaputt gemacht. Weiß hier kaum einer, man nennt es auch Amerikas vergessenen Krieg. Amerika hat in den 60er und 70er Jahren Laos militärisch angegriffen. Es gab keine Kriegserklärung. Laos war im Vietnamkrieg völlig neutral. Es wurden abgeworfen auf Laos 2,5 Tonnen Sprengmittel pro Einwohner. Das heißt, insgesamt 260 Millionen Sprengsätze wurden auf dieses Land abgeworfen. Laos ist das am dichtesten, am meisten bombardierte Land der Welt. Interessiert aber keinen. Ne? Interessiert keinen. Und wenn man sich das ansieht, mit welcher Skrupellosigkeit das gemacht wurde, so nach dem Motto, wir machen das einfach mal, dann sind diese Waffen weg, wir müssen neue produzieren, ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor, dann müsste auch das von Europa, von Europas Politik zur Kenntnis genommen werden, eigentlich von der ganzen Welt. Man kann nicht sagen, Amerika ist der Weltpolizist, Amerika ist mit der Hauptbrandstifter der militärischen Entwicklung auf diesem Globus. Da gibt es ja diese langen Listen, kennst du sicherlich die Kriege, die Amerika direkt oder indirekt angezettelt hat. Wenn wir die alle jetzt vorlesen würden, dann würden wir morgen früh hier wahrscheinlich nur sitzen um 6 Uhr. So lang ist diese Liste. Du säßt es noch da. Ich wäre gerne. Du wärst weg, ich würde es aber noch lesen, genau. Ist ja bekannt. Nur die Zuschauer sagen sich natürlich auch, okay, was heißt das jetzt letztendlich für mich? Was ich wirklich hochinteressant bei dir finde, an deinem Newsletter, dass du diese Sachen, was ich vorhin schon in der Anmoderation sagte, also die Börsenaspekte verbindest, auch mit den politischen Aspekten. Und jetzt ist es ja so, wir haben ja eine Phase, wo man ja Negativzinsen, ich glaube Sparkasse, ne, in Raiffeisenbank habe ich gelesen, am Bodensee unten, da werden schon Negativzinsen generiert. Die Anleger wissen gar nicht quasi wohin mit ihrem Geld. Und du hast, das kann man mal, ich weiß, du bist ein sehr bescheidener Mann, habe ich auch über dich ein bisschen sachkundig gemacht, hast du auch eine relativ große Fangemeinde. Wir reden wirklich, glaube ich, über einen weitaus großen fünfstelligen Bereich von Newsletter-Abonnenten, das auch zu Recht kann ich sagen, die den Newsletter lesen, allen voran natürlich, weil sie über Jahre hinweg dort auch Börsentipps, Chartanalysen gesehen haben, weil sie sagen, Mensch, okay, politisch läuft es so, das ist die Strategie, die hinter den Geostrategen steckt, das hat zur Folge, dass die Geldanlage sich so und so verändern kann, also gucke ich mal, was Axel Retz sagt. Was würdest du dem jetzt raten, der sagt, momentan, ich kriege nichts bei meiner Bank? Wie sieht die Zukunft aus? Was sagst du, wo soll ich mein Geld anlegen? Ja, muss man vielleicht die große Perspektive im Auge behalten. Vielen Leuten wird sich die Frage eben nicht mehr stellen, weil sie immer weniger verdienen, nichts mehr übrig haben, was sie anlegen. Wer das noch hat, der sollte vor allen Dingen die Rentenmärkte meiden. Die sind völlig überbläht, es gibt keine Renditen mehr. Es wird eine weitere Entwicklung bei den Negativzinsen geben. Es gibt ja auch Bemühungen zu sagen, wir machen eine 10%ige Vermögensabgabe auf sämtliches Einkommen, was jemand hat. Ist das die Vorstufe schon für dieses Bargeldverbot, was schon im Raum steht irgendwo? Ja, das glaube ich schon. Um die Leute in den Konsum hineinzutreiben. Es ist halt witzig zu sagen, wir möchten die Leute in den Konsum hineintreiben, wenn die Leute dieses Geld gar nicht haben, was da hineingetrieben werden soll. Es müssten die Einkommen, die Löhne müssten steigen, damit die Kaufkraft sich erhöht. Erhöhte Kaufkraft bedeutet erhöhten Konsum. Erhöhtes BIP, von dem wir eben sprachen. Was man tun sollte, nach meiner Meinung, da auch beim Aktienmarkt die Luft zunehmend dünner wird, man sollte sich die Edelmetalle anschauen. Edelmetalle waren historisch immer schon ein sicherer Hort in schwierigen Zeiten. Wir werden auch mal bedingt durch die Notenbankpolitik irgendwann eine Inflation sehen, die dann auch mal galoppieren kann. Dann sind Edelmetalle die richtige Wahl. Da muss man allerdings aufpassen. Bei Gold gab es in der Vergangenheit immer schon auch mal staatliche Verbote. Ein Beispiel. Roosevelt in den USA damals, ne? Genau, Roosevelt hat es eingeführt 1933. Wir hatten 1929 den Börsencrash. 1933 kam das Goldverbot. Das betraf damals Goldbarren, Goldmünzen und, was heute vielleicht wichtig ist, auch Goldzertifikate. Mhm. Es musste also unter Strafandrohung beim Staat abgegeben werden. Man bekam dann da eine Mini-Entschädigung von etwas über 20 Dollar pro Unze. Wer das nicht hat, wurde bedroht mit Gefängnis bis zu 10 Jahren oder 10.000 Dollar Strafe. Okay. Sowas werden Staaten in Zukunft auch machen, wenn ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Wir haben in den letzten Jahren vermehrt gesehen, dass Notenbanken, auch die Deutsche, ihr eigenes Gold, was im Ausland lagert, wieder zurückholen. Ist für mich so ein Vorbote, dass da irgendwas im Busch sein könnte. Silber, wenn ich das noch sagen darf, ist da ganz ausgenommen, da gab es noch nie ein staatliches Verbot. Das heißt, ich würde Silber bevorzugen und natürlich auch Silberminenaktien. Denn ein großes Vermögen lässt sich nicht in Silber anlegen, es lässt sich anlegen. Aber man muss es ja irgendwo hin tun. Also wenn du mal, was weiß ich, eine Summe 10.000 Euro in Silber, in physischem Silber
als Münzen in der Hand gehabt hast, dann weißt du, was das wiegt. Das ist so ein schönes, kleines, aber schweres Paket. Das heißt, Silberminenaktien wären für mich auch was, wo ich sage, das ist so das Gebot der Stunde. Kann sich jederzeit ändern. Die Märkte sind volatil, muss man im Auge behalten. Aber aktuell würde ich sagen, Silberaktien und Silber in physischer Form. Ich habe ja diese alte Regel, Costellani hat er, glaube ich, schon damals genannt, immer der alte Börsenguru, ein Drittel in Gold, Drittel in Immobilien, Drittel in Aktien. Gilt denn die alte Regel überhaupt noch oder ist die nicht mehr? Ich glaube nicht. Es gelten viele Regeln nicht mehr, die früher mal wichtig waren. Es gilt auch nicht mehr Aktien kaufen und liegen lassen. Das kann man machen, aber wer sich die letzten 20 Jahre, 30 Jahre angeschaut hat, es gab immer wieder diese Bewegungen von wie gewonnen, so zerronnen. Das heißt, ich bin dann eingestiegen in die New Economy Aktien, es ist glänzend gelaufen, ich bin ohnmächtig geworden vor lauter Euphorie. Ab 2000 war in anderthalb Jahren das ganze Geld wieder vernichtet. Ich kenne aus dieser Zeit niemanden, der damit Gewinn rausgekommen ist und das wiederholt sich dann 2007, 2008, Subprime-Krise und so geht das immer weiter und es wird auch immer so weitergehen. Wir werden diese Aufs und Abs haben. Aktien einzusammeln ist immer dann gut, wenn sie niemand mehr haben will und derzeit sind wir in einer anderen Phase, wo eigentlich gesagt wird, Aktien sind toll, Leute gehen in Aktien hinein. Seit Jahren, also ähnliche Kollegen wie du, kenne ich ja einige noch. Wie Michael Moss sagt dir was, hat das Vorwort von meinem Buch ja damals geschrieben. Eben als NTV-Sprecher gewählt von der NTV-Börse. Und wir haben ja alle schon philosophiert, muss man sagen. 2008 hat es ja angefangen damals mit Hyper Real Estate, Lehman Brothers Pleite und so weiter. Dass wir der Meinung waren, dieses System wird nicht mehr lange irgendwie aufrechterhalten. Ja. Jetzt kam die Politik von Draghi. Und irgendwie, ich sag mal ganz ehrlich, auch selbst Max Otte und so viele haben ja falsch gelegen. Geben sie zwar nicht zu, der Crash kommt und wie die Bücher alle hießen. Und jetzt haben wir schon 2016, wo wir sagen, wie lange soll das noch gehen? Mit dieser Geld wird gedruckt und am Ende, laut Lehrbuch kann es ja eigentlich nicht funktionieren, aber trotzdem funktioniert es. Ja. Deswegen ist die Frage, wie lange geht es noch? Brauchst du es genau aufs Datum? Nein, dann könntest du wahrscheinlich die Lottos nach Hause. Ich denke mal, die Notenbanken werden ja immer verrückter mit dem, was sie tun. Wir werden ja von Herrn Draghi heute wahrscheinlich noch was hören, von der Federal Reserve bald auch wieder. Die einen sagen, es kommt als Zinserhöhung, die anderen sagen, es dauert noch ein bisschen. Aber man merkt an den Märkten, dass die Effekte dieser Lockerung der Geldpolitik, der immer exzessiveren Interventionen, dass die immer geringer werden. Das heißt, man muss immer verrücktere Dinge tun, um trotzdem immer kleinere Effekte zu erzielen. Das deutet eigentlich auf ein doch nahes Ende dieser Geschichte hin und ich denke mal, in diesem Jahr, spätestens im nächsten Jahr, wird dieser große Zusammenbruch kommen. Was heißt das jetzt, großer Zusammenbruch für den Anleger, für unsere Zuschauer, die selbst auf dem Konto, sagen wir mal, 3.000, 4.000, 5.000 Euro haben, die sie gespart haben für ihre Altersvorsorge, Lebensversicherung und so weiter. Was heißt das für die? Das heißt für die zum einen, dass man aus dem Aktienmarkt zu dem Zeitpunkt nach Möglichkeit rausgehen sollte. Wer das nicht sofort will, der könnte mit gleitenden Durchschnitten arbeiten, wenn er weiß, was es ist, sonst einfach mal ein Newsletter lesen. Oder man setzt die Stop-Kurse, ist meine Aktie bei 150 und ich habe sie bei 100 gekauft, dann warte ich nicht, bis sie wieder bei 100 ist oder bei 90 oder bei 80, sondern ich sage dann, wenn sie unter 145, 140 fallen sollte, dann verkaufe ich die. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass man sich überlegen muss, Negativzins ist eine üble Sache. Ein Negativzins, nehmen wir mal ein Extrem von 0,5%, ist immer noch besser als ein Einbruch im Aktienmarkt in Höhe von 30% oder 50%. Das heißt, ich sollte es zu dem jetzigen Zeitpunkt sehr ernst nehmen, darüber nachzudenken, den Aktienmarkt sukzessive zu verlassen. Sollte die amerikanische Notenbank im September noch die Zinsen erhöhen, was ich für unwahrscheinlich halte vor den Präsidentschaftswahlen, könnte das Ganze auch relativ schnell ins Rutschen kommen. Okay. Sagst du bitte jetzt nochmal für die Zuschauer, die sagen, jetzt habe ich wirklich Interesse über die Publikation von Axel Retz. Du hast ja wirklich mehrere Börsenbriefe, was du alles rausgibst. Wo können die sich jetzt informieren über deine Publikation? Außer den ich ja schon vorhin erwähnt hatte, den ich selbst lese, nur empfehlen kann, Private Profit Newsletter, auch kostenfrei von Axel Retz. Was kannst du empfehlen? Sagst du die Seiten bitte nochmal für unsere Zuschauer? Ja, ich habe zwei Webseiten, auf denen das zusammengefasst ist. Das ist einmal www.private-profits.de. Und einmal www.moneyversum.de. Unter diesen Seiten ist alles zu finden, auch die Anmeldung zu diesem kostenlosen Newsletter. Was machst du jetzt nach dem Interview? Ich denke, ich treffe noch einen Arzt, einen Leser meines Newsletters hier in Leipzig. Der hatte sich gemeldet, hat gefragt, ob wir uns anlässlich dieses Interviews sehen könnten. Den werde ich in einem kubanischen Restaurant besuchen. Da gibt es auch tolle Cocktails. Leider habe ich morgen früh einen Termin in Bayreuth und muss heute Abend wieder heimfahren. Axel, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist nach Leipzig. Tolles Gespräch mit dir. Und vielen Dank, liebe Zuschauer, dass ihr dabei gewesen seid. Und bis demnächst
zu einer neuen Sendung von Schranktalks. Auf Wiedersehen. Tschüss. Danke dir.